hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Das Debian-Projekt Teil 4 beginnt jetzt. Ich denke mal, es wird der letzte oder vorletzte Teil sein. Je nachdem, wie ich jetzt so durchkomme. Ich habe nämlich ein dickes Problem und das heißt Nvidia-Treiber. Ich mache nochmal eben meinen Spickzettel auf. Was habe ich hier noch stehen? Ich habe noch hier stehen Nvidia-Treiber. Den packe ich mir mal eben, schneide ihn aus und packe den mal hier nach ganz unten, weil das wird nämlich der letzte Punkt sein, den ich abarbeite. Dennoch habe ich noch ein paar andere Punkte. Gnome Compis-Effekte möchte ich aktivieren. Flatpak möchte ich installieren. Ja, AppImage möchte ich mal so ein, zwei Programme mal installieren. Und über Q4 Wine mit Wine Stable, Wine Tricks, dann Tomb Raider Level Editor. Ja, und dann habe ich noch aufgeschrieben die Linux-Assistenz vom Kanal Linux Guides. Den werde ich bei der Gelegenheit auch mal installieren. Und das ist überhaupt die Idee. Ich fange damit einfach mal an. Weil der Vorteil müsste eigentlich sein, wenn man diesen Assistenten hier benutzt, dass man dann Flatpaks und ähnliches ganz einfach installieren kann. So, du verschwindest. Ich gehe ins Verzeichnis hinein. CD Download. Dann müsste jetzt hier der Linux-Assistent sein. Ich gebe wieder ein. Sudo dpkg-i und linuxassistent.deb. Und dann jagen wir den einmal in Schnelldurchlauf durch. Dann schauen wir uns das mal an. Müsste ganz hinten sein. Ja, da war doch. Ich habe ja die falsche Maus am Start. Die hakelt ein wenig. So, es hat sich irgendwie ein Fehler eingeschlichen bei der Installation des Linux-Assistenten. Ja, ich versuche mal über diesen Befehl den Fehler wegzubekommen. Ja, da fehlt bestimmt ein Sudo, ne? So, ich update nochmal mein System. Sofort ein Upgrade hinterher. Okay, ich versuche das Problem nochmal mit dem vorgeschlagenen --fixbroken install zu beheben. Mal gucken, ob es funktioniert. Jo. Ich sage Ihnen nochmal, sudo upgrade. Und die Fehlermeldung wäre weg. Oh, es sind ja einige Upgrades. So, das wäre auch erledigt. Ich versuche nochmal den Linux-Assistenten zu starten. Ah ja, jetzt funktioniert er. Dein Linux-Assistent. Ich klicke auf Weiter. Ist das erkannte System korrekt? Nein, das ist nicht richtig. Das wäre Version minus 1 nicht. Gehen wir mal ein Version 12. Da gehen wir weiter. Aha, mit Super Q können Sie das System direkt aktivieren. Ja, aktiviere. Mit Steuerung Q. Okay, wir gleich mal testen. Zeit, deinen Rechner einzurichten. Los geht's. Willkommen auf deinen neuen Linux-Rechner. Lass uns loslegen. Flatpak ist nicht auf deinem System installiert. Einrichten von Flatpak. Jawohl. Wäre natürlich jetzt schön, wenn er mir anzeigen würde, welche Befehle dahinter stecken. Ich denke mal sudo apt install Flatpak. Complete. Weiter. So. Komm, ich installiere jetzt mal einfach mal den Brave mit. Einfach nur mal so, just for fun. Gibt keinen Grund für. Ja, LibreOffice, das reicht mir eigentlich, ehrlich gesagt. Genau, Teams, das brauche ich öfters. Das möchte ich haben. Was ist ein Element? Kenne ich nicht, ich installiere einfach mal. Zoom, nö, ich kenne auch keine Zoom benutzt. Discord, ja, okay. Ich mache mal die manuelle. Einfach nur, damit ich sehe, was jetzt genau passiert. Oh, ich hoffe zumindest, dass ich dann etwas sehe. Ja, es dauert einen kleinen Augenblick. Steht jetzt hier auch. Wäre natürlich schön, wenn jetzt hier so eine Art Fortschrittszeit wäre. Oder so eine Art Balken, so ein Ladebalken. Dass man sich ja so ein bisschen besser auf einstellen könnte. Ich könnte bei der Gelegenheit ja mal Evolution öffnen
und meine E-Mail einrichten. Okay, das sieht optisch, meine ich, ein bisschen anders aus. Willkommensbildschirm, voller Name. Ich gebe mal hier meinen vollen Namen ein. Und ich richte mal jetzt hier meine E-Mail-Adresse rein. Zack, 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 zack. Oh, hier sucht er mir die richtigen Parameter heraus. Ist auch schon mal gut. Ich denke mal, brauche ich nur noch mein Passwort eingeben. Limitierung. Jetzt gebe ich hier mein Passwort ein. Ich hoffe mal, das ist richtig. Ich weiß ja schon gar nicht mehr. Weiter. Ja, das sieht gut aus. Das Bild kommt mir bekannt vor. Zulassen. Und jetzt schauen wir mal nach. Oder er lädt noch. Jo, das hat geklappt. Das ging jetzt richtig super. Rucki zucki. Sie haben 24 neue Nachrichten. Prima. Kontakte. Gehe hier auf Adressbuch. Ah, er lädt noch. Kontakte findet er auch. Kalender. Wie kann man hier die Ansicht ändern? Ist jetzt nur ein Tag. Ich möchte die ganze Woche sehen. Ach, hier oben. Ah ja, hier oben. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Genau, kann man auf Tag stellen. Arbeitswoche finde ich persönlich eigentlich am besten. Ne, die Ansicht gefällt mir auch nicht. Monatsansicht wäre manchmal noch interessant. Genau, das mache ich meistens, dass ich hier einfach nur zwischen Monat und Arbeitswoche hin und her switche. Das finde ich gut. Hier ist eine Art To-Do-Liste, Aufgaben und Notizen. Das finde ich gut. Also Evolution, nach wie vor mein favorisierter E-Mail-Client. Der funktioniert auch. So, und damit kann ich jetzt hier auch weitermachen. Er ist complete. Ich mache weiter. Folgende Inhalte können durchsucht werden. Ja, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht suchen. Ich könnte mal eingeben Map Composer. Ich klicke mal hier drauf. Geht dann auch wohl auch so. 83 nicht, 8 GB. Dann könnte man den auch hier drüber starten. Okay, das wäre jetzt so viel zum Linux-Assistenten. Gut, das soll es erstmal gewesen sein zum Linux-Assistenten. Das heißt, ich habe jetzt Flatpak installiert. Ich öffne mal das Software Center. Genau, wenn ich jetzt hier mal auf Software Center gehe, öffnen brauche ich nicht, der ist ja schon offen. Flatpak-Unterstützung, ich aktiviere das hier auch mal. Die Snap-Unterstützung, die lasse ich mal eben deaktiviert. Gut, im Software Center sind die Flatpaks auf jeden Fall aktiviert und jetzt suche ich mal über Flathub. Ich meine, Flathub hieß es. Ich suche mir mal irgendeine Anwendung heraus, wo ich der Meinung bin, die möchte ich jetzt als Flatpak installieren. Ach, das sieht doch gut aus. Ich gehe mal auf Installieren, fertig. Okay, ich gehe hier mal auf Öffnen. Ah ja, er ist jetzt sofort in dem Software Center drin. Ich sage ihm Installieren. Er zeigt mir das an. Das ist ein FlatHub. Flatpak. Gut, das wird jetzt höchstwahrscheinlich ein bisschen dauern. Ja, das warten wir mal eben ab. Und dann werde ich das Bitwings Studio mal testen, weil es sieht ja auf ersten Bild erstmal sehr interessant aus. So, er ist installiert als FlatHub. Perfekt. Ich schließe das hier wieder. Schau mal nach, wo das Programm ist. Hier ist es schon mal nicht. Und hier ist es auch nicht. Gut, das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Ich hab ja eigentlich einmal Brave installiert. Der ist schon mal nicht da. Und dann diesen Bit Studio. Okay, aus irgendwelchen Gründen kann ich den jetzt hier nicht finden. Ich versuche das mal über die Konsole zu starten, das Programm. Flatpak List. So, Microsoft Teams habe ich installiert. Finde ich im Menüeintrag nicht. Ich habe
installiert den Brave Browser und den Bitwig Studio. Vielleicht muss ich das so eingeben. Flatpak Run Bit, macht er nicht. Okay, vielleicht dann com. Ah ja, Bitwig Studio. Mal schauen, ob das so funktioniert. Ja, so könnte ich ihn jetzt starten. Mich wundert es nur, dass es hier keinen Menüeintrag gibt. Vielleicht brauche ich auch einen Neustart. Das kann natürlich auch sein. Bin da mit Flatpaks noch gar nicht so vertraut. Er braucht da wohl ein bisschen länger für. Er ist immer auf dem falschen Bildschirm. Ich ziehe das eben noch mal hoch. Demo, ja, ich weiß. Ich möchte es nicht kaufen. Ich brauche keine Lizenz. Ich wollte einfach nur mal so ein bisschen das Ganze hier abchecken. Gut, wir halten fest, das Programm lässt sich starten, über ein Terminal zumindest. Und den Brave Browser möchte ich auch mal gleich testen. Ich nehme den gleichen Befehl. Was nochmal? Flatpak Run. Ach da, auch wieder. com.brave. Brave Browser. Nein, vielleicht später. So, Brave funktioniert auch. Ich schließe es wieder. Das sollte für den Zweck jetzt hier reichen. Und was ich noch interessant finde, wäre jetzt com.microsoft Teams. Erste Schritte und so weiter. Ich beende es auch hier. Flatpaks-Thema ist für mich jetzt erstmal abgehakt. Ein kleiner Schönheitsfehler, dass hier ein Menüeintrag fehlt, aber das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt. So, im nächsten Schritt möchte ich jetzt probieren, den Nvidia-Treiber zu installieren. Ich wähle folgenden Befehl als erstes aus. Ich mache ein bisschen größer. Sudo apt-install Nvidia detected. Und dann gebe ich ein Nvidia detected. Ich mache das noch eben mal schön sauber. Und er findet meine Grafikkarte. Und zwar auch die richtige. Passt. Das ist die GT 750M. Und er empfiehlt mir den 350er Legacy Driver Serie. Ist all supported by Telsa. Okay, die Varianten habe ich zur Auswahl. Aber empfiehlt mir definitiv diesen Treiber. Ja, dann wollen wir den mal installieren. Ich gebe wieder ein sudo apt install. Ich sage einfach ja und ich lasse mich einfach mal überraschen, ob es klappt oder nicht. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so einfach ist, einen Nvidia-Treiber zu installieren. Das habe ich unter Debian etwas ja, schwieriger in Erinnerung. Aber es kann ja sein, dass sich im Laufe der Zeit etwas getan hat und wirklich mit den beiden Befehlen, vielleicht reicht sogar auch nur der letzte Befehl aus, um den Nvidia-Treiber zu installieren. Ich gehe nochmal in den Einstellungen. Ups, nee, nicht neu starten. Hier muss ich hin. So, was kommt jetzt? Das unfreie Kernel ist derzeit geladen und besteht im Konflikt mit dem unfreien. Ja, okay. Das bestätige ich einfach. So, ich denke mal, das sieht sehr schlecht aus, weil Possible Missing Firmware steht hier und ganz diverse Module, die da fehlen. Gut, wie dem auch sei, ich mache trotzdem einen Neustart und nehme euch da mal ganz kurz mit. Ich schalte wieder auf meine Außenkamera und ich würde sagen, bis gleich. Ich mach nochmal. So, der Reboot startet. Ich wähle wieder aus. Ja, die Kamera mal ein bisschen richten. So vielleicht.
Debian, das passt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er zu meckern hat. Ich gebe ein Passwort ein, schicke es ab. So, wir schauen uns das mal an. Aufgrund der vielen Fehlermeldungen gehe ich davon einfach mal ganz stark aus. Das hat nicht funktioniert. Oh, hier ist einiges strubbelig, wie man vielleicht hier erkennen kann. Das hat wohl so nicht funktioniert. So, neuer Treiber, neue Probleme. Und zwar fehlen jetzt auch beim neuen Treiber diverse Module. Nicht ganz so viele wie bei den 390er Treiber. Okay, was ist passiert? Ich habe jetzt den 390er Treiber deinstalliert und nach Empfehlung von, ja, von der Konsole, sage ich einfach mal, oder von Debian besser gesagt, habe ich den 470er Treiber installiert. Das ging bis 97% gut und danach fehlten wieder diverse Firmware-Module. Ich mache trotzdem mal ein sudo Reboot. Und hoffe einfach mal, dass es vielleicht irgendwie doch funktioniert, dass es Module sind, die nicht zwingend benötigt werden. So, ein kurzer Zwischenbericht zu meinen Grafiktreiberproblemen. Was habe ich gemacht? Ich habe, genau, Firmware nachinstalliert, einfach über den Befehl sudo apt install firmware free. Non-free und einfach freeNVR-Linux. Genau, und danach, mal gucken, was habe ich dann für einen Befehl ausgeführt? Habe ich per reinstall, na, wo ist er? Habe ich den Befehl per reinstall nochmal ausgeführt und die Fehlerliste ist schon bedeutend kleiner geworden. Das ist der R8169, der sich durchzieht. Und jetzt versuche ich, diese Fehlermeldung auch noch wegzubekommen. Und zwar mit sudo apt install firmware-realtek. Ich meine, realtek, das müsste doch eigentlich Netzwerkkarte sein, ne? Das sollte eigentlich mit der Grafikkarte eigentlich ja nichts zu tun haben. Aber ist egal, ich mache es trotzdem mal. Ja. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Da wird auf jeden Fall etwas nachinstalliert für Realtek. Wenn keine Fehlermeldung kommt, dann bin ich doch schon mal zufrieden. So, keine Fehlermeldung. Ich behaupte einfach mal, ich wiederhole diesen Reinstall-Befehl. Welcher war das nochmal? Hier. Ich installiere den Grafiktreiber einfach nochmal. Und zwar diesmal den 470er. Und einfach mal gucken, was passiert. So, jetzt kommt der große Augenblick bei Fortschritt 92%. Ja, er ist drin. Er ist drin. Yippie, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich hab's geschafft. So, der Treiber ist installiert. Yippie-yay, sage ich nur. Ja, und jetzt versuche ich mal dann sofort die Compiz-Erweiterung zu installieren. So, wie gehe ich da vor? Ich öffne wieder mal den Firefox und über die GNOME-Erweiterung gebe ich einfach mal ein Compiz. Compiz-Effekte. Genau, das machen wir mal auf On. Ich sage ihm installieren. Das sollte schon gewesen sein. Yippie-yay. Ja, das läuft richtig flüssig. Finde ich gut. Ich gehe wieder eins zurück. Magic Lamp möchte ich natürlich auch haben. Ich sage ihm wieder on. Ich sage ihm installieren. Ach so, jetzt habe ich gar nicht die Version hier herausgesucht. Ja, und auch das funktioniert. Dann geben wir nochmal einen Cube. Genau, den will ich auch haben. Ich sage ihm installieren. Und ja, da ist er. Gut, ich gehe nochmal in die Einstellung.
Die habe ich in der Zwischenzeit nämlich irgendwo etwas verstellt. Wo war das noch? Genau, das setzen wir wieder auf 4. Na komm, wir machen mal auf 6. Jetzt haben wir hier einen wunderschönen Würfel. Ob man den braucht oder nicht, ich finde ihn auf jeden Fall sehr gut. Er macht immer wieder Spaß. Ich gehe nochmal in die Erweiterungen hinein. Und da sind die neuen Effekte sind jetzt hier auch mit aufgelistet. Ich gehe dann nochmal in den Würfel. Wo haben wir ihn? Ja, eigentlich möchte ich, dass der Würfel hier geschlossen ist. Das kann man auch einstellen. Der ist nämlich jetzt hier noch offen. Das finde ich nicht so schön. Oder ist die Einstellung? Ja. So muss ein Würfel aussehen. Yippie-yay-yay. Gut.